Straße Öxle ist eine württembergische Schmalspurbahn mit der Spurweite 750 mm zwischen den schwäbischen Städten Biberach an der Riß und Ochsenhausen. Auf dem verbliebenen Abschnitt von Warthausen nach Ochsenhausen verkehrt heute eine Museumsbahn. Die Museumsbahn Öxle lädt heute die Bevölkerung zum Bahnhoffest nach Ochsenhausen ein. Geboten wird zuerst eine 22 Kilometer lange Dampflokfahrt von Warthausen nach Ochsenhausen. Im Bahnhof Warthausen befindet sich am Bahnsteig noch ein Wasserkran. Nach der Bahnhofsanlage überquert das Öxle die Bahnhofstraße nach Warthausen. Eingereicht wurde 1893 die Pläne für eine Regelspur von Biberach nach Ochsenhausen. Doch aus wirtschaftlichen Gründen hat man sich dann doch für eine 750 mm Schmalspurbahn mit Rollbockbetrieb entschieden. Der erste Abschnitt Warthausen-Ochsenhausen wurde 1899 und der zweite Abschnitt Biberach-Warthausen ein Jahr später eröffnet. Bei Kilometer 4,5 ist die erste Haltestelle nach Warthausen. Es ist die Haltestelle Herlishöfen. Hier hält der Zug nur nach Bedarf. Der Zug überquert die Verbindungsstraße nach Gallmutshöfen. Der 6. Januar 1944 war ein schwarzer Tag für das Öxle. Kommend von Ochsenhausen verunglückte der Schmalspurzug im Bahnhof Warthausen. Der Zug Friedrichshafen-Ulm kollidierte mit dem Öxle. Bei diesem Unglück gab es 12 Tote und eine große Anzahl von Verletzten. Ein weiterer Haltepunkt befindet sich in der Ortschaft Barabein. Ab den 60er Jahren begann schrittweise die Stilllegung der Öxlebahn. 1964 wurde der Personen- und Güterverkehr von Biberach nach Warthausen eingestellt. Für den Rest der Strecke wurde die erste Diesellok V51 eingesetzt. 1969 wurde die Dampftraktion komplett eingestellt. Im März 1983 fuhr das Bähnle zum letzten Mal offiziell für die Deutsche Bundesbahn.
Bei Kilometer 8,5 ist ein kurzer Halt im Bahnhof Epfingen. Nach der Stilllegung 1983 begann eine sehr unsichere und bewegte Zeit für die Schmalspurbahn. Zweimal gab es einen Neustart für eine Museumsbahn, die aber Jahre später wieder geschlossen wurden. Nach mehreren Jahren des Stillstandes ist es verwunderlich, dass die Strecke nie zurückgebaut wurde. In 2002 gab es zum dritten Mal wieder eine Betriebseröffnung. Bahn AG erwarb im Jahr 2001 die Dampflok 99788. Bis zu ihrem Wechsel zur Öxle Museumsbahn war sie auf verschiedenen Strecken in Sachsen im Planeinsatz. Zuletzt auf der Lößnitztal-Grundbahn.
Nach einer Stunde und 15 Minuten erreichen wir den Bahnhof Ochsenhausen. Im zweiten Teil über das Öxle berichten wir über das Bahnhoffest und fahren danach mit der Rauchkammer voraus mit dem Öxle wieder zurück nach Warthausen.